Ja, willkommen zurück bei The Curse of Monkey Island. In der letzten Folge haben wir einige Piratengeschichten gehört und haben es hier in die Gefahrenbucht geschafft. Es ist die Bucht. Mhm. Das Boot. Es ist ein nettes Boot, bis auf das enorme gähnende Loch im Boden. Oh. Das müssen die Piraten sein, die Elaine gefangen halten. Genau. Hey, ihr Kerle, kommt zurück! Das hören sie nicht. Nein. So, wie machst du denn das gähnende Loch hier zu? Es macht das Boot völlig seeuntüchtig. Muss ich bestimmt flicken. Ob ich das jetzt in meinem Zustand schon kann, ich könnte es mit Kleber, mit gekauten Kaugummi zumachen. Probieren. Ich glaube nicht, dass es geht. Ich habe nicht genug Kaugummi, um ein so großes Loch zu stopfen. Okay, aber der Ansatz war richtig. Müsste ja was Wasserdichtes sein, was da drauf klebt. Nicht den Handschuh? Handschuh, gucken wir uns erstmal an. Es ist ein Handschuh. Ganz normaler Handschuh. Kann ich da Kleber drauf tun? Der Kleber nützt dir nichts. Na gut. Ich habe wahrscheinlich noch nichts zum Abdichten. Ein Ballon habe ich noch. Aber damit kann man auch kein Loch in einem Boot abdichten. Gut, aber was wir jetzt haben, seit der letzten Folge haben wir nämlich einen Bauch der Schlange gefunden. Reservierungsbeleg für das Restaurant. Es ist ein Reservierungsbeleg für Blondbarts Hühnchenrestaurant. Damit kommen wir jetzt da rein. Erstmal gucken wir uns nochmal den Wasserfall an. Nein. Er ist nass. Okay. Bemerkenswert erfrischend. Gut, mehr gibt's hier nicht. Also gehen wir wieder vor. Jetzt zur Insel. Nach Puerto Pollo. Ja, die Uhr schlägt, genau. Und jetzt gehen wir hier vor und hier rein. Aber jetzt haben wir unseren Beleg. Haben Sie eine Reservierung? Ja. Natürlich habe ich eine Reservierung. Dann lassen Sie mich doch bitte mal den Reservierungsbeleg sehen. Sehr gut. Suchen Sie sich einen Platz aus, Mr. Verzeihung. Mrs. Kriegwood. So. Ist ein feistes Hühnchen. Das ist das fettigste, krustigste, abscheulichste Hühnchen, das ich je gesehen habe. Ah, ja. Er hat unser geräuchertes Hühnchen nach Cajun-Art. Aha. Der ruhige Stammkunde. Gucken wir uns den doch mal an. Er ist furchtbar zurückhaltend für einen Piraten. Entschuldigung, Sir? Das ist jetzt einfach unhöflich. Hey, Mister! Mister, hören Sie? Ah! Oh, es ist einer aus LeChucks Skeletthorde. Ei! Ich habe mich um sein kleines rotes Beiboot gekümmert, aber ordentlich! Die Untoten, die unter uns wandeln, müssen zweifellos vernichtet werden, damit ihresgleichen nicht die Welt der Lebenden überrennt und verpestet. Ei! Und er hat sich über meine Hühnchen beklagt! Oh. Button. Da steht, fragt mich nach Grim Fandango. Mhm. Na gut, dann fragen wir nochmal nach Grim Fandango. Was können Sie mir über Grim Fandango erzählen? Irgendetwas? Ich will nicht schlecht über Tote sprechen, aber dieser Typ ist ein miserabler Verkäufer. Zack, das Brotmesser, können wir das nehmen? Hey. Cool. Können wir noch was mit dem Stammkunden? Er redet nicht viel. Leckerer Butterkeks. Aha. Sehen, wie lecker die wirklich sind. Der sieht lecker aus. Ich esse lieber nur einen auf einmal. Der sieht lecker aus. Wenn ich den jetzt schnabuliere.
Dieser Keks ist voller Maden. Ey, das ist meine geheime Zutat. Das gibt die richtige Menge an exotischem Geschmack. Das ist auch ganz gut so, da ich die Viecher eh nicht aus dem Essen heraushalten kann. Aha, okay. Kann ich das Hähnchen eigentlich mitnehmen? Ich will es noch nicht einmal ansehen, geschweige denn anfassen. Es ist das Podest des Maître d'Eux. Es ist nicht dazu gedacht, Reden zu halten. Es sieht zu schwer aus, um es herumzutragen. Ich wünschte, es wäre ein richtiges Schiff, mit dem ich nach Blood Island segeln könnte. Da komme ich nicht dran. Okay. Gucken wir, was hier noch ist. Keksschneider. Bestimmt es ist ein runder Keksschneider. Keksschneider, eine Kuchenform wollten wir auch schon immer mal haben. So. Sparmenü. Zwei Hähnchenschenkel plus super Krautsalat. Sieht wie ein gutes Angebot aus, wenn man Krautsalat mag. Traditioneller Grog, gebraut auf altmodische Art. Die unhygienische Art. So, jetzt reden wir mal mit dem Captain. Entschuldigung, aber... Was bist du nur für ein glücklicher Pirat? Ich? Du hast Gold entdeckt, Junge! Habe ich? Gold! 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 Haha! Goldene Hühnchennuggets! Oh. Ein Schatz frisch aus der Tiefkühltruhe. Nun, was kann dir der nette alte Captain Blondbart zu essen bringen? Käsetoast. Haben Sie welchen? Ich fürchte, dieses feine und preiswerte Gericht ist aus. Eigentlich habe ich gar nichts mehr. Kein einziges Schenkelchen ist übrig. Alles, was ich noch habe, sind diese Biscuits. Und ein paar Bottiche unseres besonderen Ipecac-Salats. Na, wie ist der Ipecac-Salat? Nicht schlecht. Aber nach 15 Minuten hast du wieder Hunger. Haben Sie Lust, meiner Mannschaft beizutreten und nach Blood Island zu segeln? Was? Ich soll meinen Laden unbewacht lassen? Nun, du heimtückischer Gauner! Du hast Glück, dass ich nicht meinen Schneebesen raushole und dich aufspieße! Hey, hey, immer mit der Ruhe! Ich habe nur gefragt. Entschuldigung, ich bin so gereizt wie ein gestrandeter Wal in Nantucket. Was stimmt denn nicht? Dieser Schrecken streift durch den Dschungel von Plunder Island. Ein 7 Fuß großes Monster ist er. Und er hasst alle Menschen gleichermaßen. Seine übernatürliche Wut brennt heißer als die Kohlen, die man braucht, um 1 Million seiner Sorte zu rösten. Er ist El Pollo Diablo. Das Teufelshühnchen. Das Teufelshühnchen! Das Teufelshühnchen. Mich hasst er am allermeisten. Und seine Rache an mir ist bestimmt geschmackvoller als mein herzhafter Eingeweide- und Kruste-Party-Mix. Was hat es getan? Er hat alle meine Hühnchen freigelassen. Hat sie in die Wildnis zurückgebracht, damit sie durch den Dschungel streunen, wie die Mutter Natur es wollte. Und jetzt habe ich einen großen Auftrag zu erledigen und keine Hühnchen dafür. Aber ich weiß, er ist mit mir noch nicht fertig. Mein Geschäft zu ruinieren war nur der erste Schritt. Eines Tages wird er zurückkehren. Meinetwegen. Aber merke dir, ich bin bereit. Und mit einem 7 Fuß großen Hühnchen wird mein Geschäft wieder aufblühen. An wen wollten Sie die Hühnchen liefern? Da liegt ein Piratenschiff in der Gefahrenbucht. Und der erste Mart dieses Schiffs mag meine Hühnchen. Ich sollte Ihnen Ihre Hühnchen besser bald liefern. Wahrscheinlich werde ich nicht mal die Zeit haben, sie zu kochen. Wieso das? Weißt du, ich mache dieses Angebot. Lieferung innerhalb von 30 Tagen oder sie ist gratis. Und ich bin etwas im Hintertreffen. Wie sind die Piraten der Gefahrenbucht denn so? Sie sind ein Haufen Heimlichtuer. Und ich kann nicht sagen, sonderlich viel von ihnen gesehen zu haben. Sie scheinen das zu sein, was man von einem Haufen versoffener Piraten erwartet. Ein so schmutziger und haariger Haufen von Kerlen, wie du sie schon immer treffen wolltest. Aber hüte dich vor ihrem Kapitän. Wie ich gehört habe, füttert er gerne die Haie. Wenn er dich in seiner Nähe erwischt, wird er dich sicherlich nicht gut behandeln. Mhm. Wie lange haben Sie schon keine Hühnchen mehr? Wochen. Vielleicht Monate. Und es ist nicht der geschäftliche Verlust, der mich am meisten trifft. Nein? Ich vermisse den Geschmack meiner Hühnchen. Du kannst in der ganzen Welt essen gehen, aber du wirst nie ein Aas-Gourmet sein. Bis du meine leckeren Jungvögel probiert hast. Sogar jetzt habe ich Sehnsucht nach meinem gaumenbegeisternden Geflügel. Ah, ich kann es schmecken.
Meine knusprigen, panierten Schnäbel. Es gibt nichts wie dieses herzhafte Knacken dieser gebratenen Juwelen. Ist das nicht ein bisschen hart für die Zähne? Ei, aber die Herausforderung alleine macht schon die Hälfte des Essgenusses aus. Jetzt, wo ich die Gedanken an diese knusprigen Hühnchenextremitäten im Kopf habe, werde ich mich nach diesem Knuspern verzehren, bis ich etwas bekomme, das meine Zähne knacken lässt. Ja. Vielleicht braucht der die Kieferknacker von dem anderen Typ. Schönen Goldzahn haben Sie da. Ei! Es glänzt wie die goldene Schicht aus Fett auf meinem köstlichen, gebackenen Hühnchen. Habe ich erwähnt, wie sehr ich Ihren Goldzahn bewundere? Ja, hast du. Es ist ein Mordsgoldzahn und Blondbart serviert eine Mordsmittagsmahlzeit. Ich soll ja einen Schatz finden, einen Goldschatz. Das wäre der Zahn. Den müssen wir nur noch bekommen. Möchten Sie nicht mal aus Ihrem Laden herauskommen? Ei, ich bin gerne draußen, besonders am Strand. Nun, ich bin Mitglied des Brimstone Beach Club. Bin da schon seit Jahren Mitglied. Wie wurden Sie Mitglied? Ich habe Ihnen angedroht, Sie alle aufzuspießen. Dann habe ich meine Mitgliedskarte verloren. Zuletzt war sie in meiner Brusttasche. Ich glaube, ich war in meiner Küche und habe was zu essen gemacht. Dann musste ich fürchterlich niesen. Oh, das war übel. Na egal, ich lasse mir von denen einfach eine neue ausstellen. Mhm. Also von der Küche hat er geniest. Ich lasse sie jetzt weiterarbeiten. Ei! So, scheußliches Porträt. Das Teufelshühnchen. Gut, jetzt wissen wir, wie das Teufelshühnchen aussieht, ne? So. Haben wir hier erstmal alles erledigt. Also brauchen wir den komischen Kieferknacker von dem anderen Piraten. Sehen, ob die Schnellreise funktioniert. Na komm, ein bisschen schneller. Ja, und jetzt Doppelklick hier auf die Tür. Und da sind wir. So, Halsabschneiderbild. Das ist ein saurer Pirat, der an etwas Süßem saugt. Sie noch erschrecken kann. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir zu reden. Ich glaube, wir... Ja, jetzt stehen wir uns näher. Halsabschneiderbild. Das ist ein erstickender Pirat. Da wollen wir eine Helfe. Oder lassen wir noch ein bisschen husten. Mal sehen. Das ist ein erstickender Pirat. Hi. Sehen, wie lange man den hier zappeln lassen kann. Und der wollte ja hier einen Baumstammwettbewerb und der wollte beleidigt werden. Und er ist ein Gentleman. Ich glaube, wir helfen jetzt mal, oder? Nicht, dass er uns hier noch umkippt. Aber ich glaube, wenn man hier lang genug warten lässt, ist genauso wie bei mit Guybrush im ersten Teil, da kann der 10 Minuten die Luft anhalten. Und nach den 10 Minuten ist er hinüber. Und vielleicht kann man hier genauso lange den Halsabschneider Bill hier ein bisschen quälen. Bis er dann irgendwann umkippt. Aber ich will es ja nicht zum Äußersten treiben. Ich würde ihn jetzt mal versuchen zu erlösen. Wie hast du das gemacht? Ach, das war gar nichts. Wirklich, nur ein kurzer Druck unterhalb des Brustbeins, um einen Fremdkörper aus der Luftröhre zu vertreiben. Das ist erstaunlich. Ich verdanke dir mein Leben. Von nun an. Ja? Von nun an soll das als Sweetwood-Manöver bekannt sein. Na. Okay, hier haben wir den Kieferknacker. Wie geben wir jetzt einen Blondbart, oder? Da sind nur ein bisschen Spucke und Haare dran. So. Ich glaube, wenn wir hier reingehen, genau, kommen wir da raus. Und hier sind wir bei ihm. Da sind nur ein bisschen Spucke und Haare dran. Okay.
Hätten Sie gerne diesen Kieferknacker? Ich danke Ihnen. Autsch! Ich glaube, ich habe meinen Goldzahn verloren. Ah, ich wusste, dass Süßigkeiten schlecht für meine Zähne sind. Aber es knackte schön und war ein Fest für den Gaumen. Ab jetzt bleibe ich bei fleischigerem Essen. Etwas Kaubares. Nun, auf ein neues. Ich könnte jetzt gut was zum Kauen gebrauchen. Zum Kauen? Na, Kaugummi haben wir ja jede Menge. Ne? Hier hast du was zum Kauen. Mögen Sie einen Kaugummi? Danke. Das ist wirklich guter Kaugummi mit Steakgeschmack. Von der einen Backe in die andere Backe. Ah, da ist der Zahn drin. Sehen, vielleicht können wir die splatzen lassen. Aufgepasst. Sie kleiner Schlingel. Da haben Sie dem alten Captain Blondbart aber einen lustigen Streich gespielt. Ja, das finde ich auch. So, Goldzahn. Ha. Wenn ich dem anderen jetzt den Goldzahn zeige. So, und der hat irgendwie eine Karte für dieses... mit diesem Strand gehabt und hat ihn verloren. Hey, wo wollen Sie auf einmal hin? Sie wissen nicht zufällig, wo mein fehlender Goldzahn sein könnte? Nein. Und was ist denn das hier? Oh, das. Ich dachte, das wäre ein Stein in meinem Schuh. Ich wollte ihn rausschmuggeln. Sicher wollten Sie das. Geben Sie ihn zurück. Okay. Wie kriegt man den da raus? Kann man den irgendwo reintun? Den aber den irgendwie tarnen kann. Ne? Vielleicht kann man ja an den Heliumballon binden. Wir geben dem einfach noch einen Kaugummi. Dann probieren wir mal aus. Mehr Kaugummi? Sieht aus, als hättest du das letzte Stück verschluckt, das ich dir gegeben habe. Zum Glück haben wir jede Menge von dem Zeug. So, spielen wir noch mal einen lustigen Streich. Meine Kaugummiblase zum Platzen gebracht, was? Da haben Sie mich schon wieder! So, irgendwie müssen wir jetzt den Kaugummi präparieren, also den Zahn, dass man den da... Es ist ein Goldzahn. Und mit dem Stein letztens hat es ja auch geklappt. Dieser Goldzahn würde hier nichts nützen. Dieser Goldzahn würde hier nichts nützen. Dieser Goldzahn würde hier nichts nützen. Womit können Dieser wir Goldzahn den... würde hier nichts nützen. Reparieren. Den Keks? Das erscheint wie eine Verschwendung eines perfekten, guten Kekses. Okay. Also der Goldzahn geht, ich will Dieser den hier Ballon, aber irgendwie nützen. So den da rauskriegen. Vielleicht kann er ja... den Heliumballon... atmen und ein Kaugummi? Kann man den Kaugummi vielleicht? Warte mal, wie kaut ein Kaugummi? Der Goldzahn ist im Kaugummi. Ah. Es ist ein Goldzahn in einem Kaugummi. So, jetzt atmen wir mal einfach Helium. Wie wir das schon so oft gemacht haben. Hey. Und jetzt kauen wir den Kaugummi. Mit dem Zahn darin. Ah, und jetzt... genau. Ha. Oh. Cool. Hat geklappt. So, jetzt kann er uns durchsuchen. Wir haben den nicht. Warten Sie eine Sekunde. Haben Sie meinen Goldzahn? Nein. Lassen Sie mich sehen. Sie haben ihn nicht. Verdammt, nee. Ich muss mir einen neuen bestellen. Ich frage mich, wo der Zahn hingefallen ist. Ist das hier hochgeflogen? Dann irgendwo auf dem Dach, vielleicht ist er hier an der Regenrinne. Das ist so dick wie Bratensoße. Mhm.
Können wir mit der Kuchenform da was ausrichten? Ah, Gold waschen. Zahn waschen. Das ist der Goldzahn. Wunderbar. Gehen wir als nächstes hier rein. Und dann da rein. Jetzt können wir dem einen Goldzahn geben. Wollen Sie nicht meiner Crew beitreten? Wenn du mir einen richtigen Schatz zeigen kannst, kannst du wiederkommen. Gut. Es war mir ein Vergnügen. Tschüss. Zeig mir dem mal den Zahn. Sieh dir das an. Ist das echtes Gold? Sieht so aus, als könntest du tatsächlich Schätze finden. Also kommen Sie in meine Mannschaft? Sicher, solange meine Partner mitmachen. Ich brauche noch 2 Seeleute für meine Mannschaft. Und ein Schiff natürlich, ne? Das Schiff werden wir wahrscheinlich den Piraten einfach abknöpfen. So, der wollte beleidigt werden. Und ist Gentleman. Da habe ich doch eine Idee. Batsch. Na komm. Satisfaktion. Nun, es gibt eine Herausforderung. Auf zum Feld der Ehre. Oh oh. Wähle deine Waffe. Kistendeckel. Pistole? Was ist denn, wenn ich die Pistole nehme? Ich wähle diese Pistole. Wenn ich sie besiege, werden sie dann in meine Mannschaft kommen? Die Chancen, dass du mich schlägst, sind so astronomisch gering, dass ich diese Wette annehme. Aha! Und wieder habe ich bewiesen, dass ich der größte Duellant der Welt bin. Okay, das hat also nicht funktioniert. Dann machen wir es nochmal. Na los. Habe ich Sie nicht bereits genug beschämt? Sie haben mich nicht einmal ansatzweise beschämt. Dann zurück zum Feld der Ehre. Wähle deine Waffe. Es ist ein Banjo-Koffer. Okay, dann nehmen wir das mal. Ich wähle das Banjo. Akzeptiert. Ehrlich? Oh, hier muss man genau aufpassen, glaube ich. Fünf. Vier. Eins. Fünf. Vier. Eins. Okay. Genau aufpassen. Eins. Drei. Eins. Zwei. Sehr gut. So. Zwei. Okay, jetzt geht's aber zur Sache. Drei. Vier. Fünf. Vier. Eins. Zwei. Drei. Du bist ziemlich gut, Junge. Mal sehen, ob du da mitkommst. Er ist gut. Ich werde ihn nie schlagen. Na komm. Wow.
ist die Waffe genommen. Was? Du hast mein Banjo erschossen? Seien Sie sich da nicht so sicher. Der Schuss könnte von diesem grasbewachsenen Hügel gekommen sein. Bei allen miesen Tricks. Ich habe noch nie von so etwas Niederträchtigem gehört. Ich habe dich völlig falsch beurteilt. Du bist wirklich ein Pirat. Ich wäre stolz, in deiner Mannschaft zu sein. Großartig. Ich packe nur diesen Kram ein und mache mich fertig. Und gib mir meine Kanone wieder. Ich brauche noch einen Seemann für meine Mannschaft. Sehr gut. Jetzt müssen wir also irgendwie das Baumstamm werfen, mit dem da gewinnen. Erstmal hier raus. Gehen wir nochmal zum Feld. Das war, glaube ich, dort. Genau. Die mysteriöse Tür führt ja hier hoch, ne? Oh, jetzt komme ich schon ganz anders raus. Aber wo bin ich jetzt? Juhu! Oh, ich bin auf dem Kirchturm. Aha. Okay. Versuchen wir mal, wo wir hinkommen, wenn wir nochmal reingehen. Oh, da drüben. Hier drüben! Ganz hinten. Was haben wir sonst noch? Und jetzt wieder abgekircht oder ganz anders aus? Ah, jetzt ist er da drüben auf dieser Treppe. Hallo? Okay, geht er wieder zurück wahrscheinlich. Wir probieren das einfach mal. Ich habe genug von diesem Unsinn. Okay. Okay. Kreidezahlen. Kann man die irgendwie bearbeiten? Sie sind mit Kreide auf das Gras gemalt. Dies sind Entfernungsmarken für den Stammwurf. Na, schmecken. Dran lecken würde er ja wohl nicht, oder? Die Kreide macht keinen so leckeren Eindruck. Gehen wir auf den grasbewachsenen Hügel und sehen, was das hier für ein Fass ist. Stapel aus Stämmen. Sie sind aus Palmen gemacht. Sägebock, Fass mit Rum. Es ist ein enormes Fass voller Rum der Marke Alter Darmtod. Ich mag Rum, genau wie alle Piraten, aber was zu viel ist, ist zu viel. Okay, können wir es vielleicht aufmachen? Wenn ich das Fass anschneide, fließt der ganze Rum heraus. Wollen wir den Sägebock anschneiden? Oh. Es ist ein Rinnsal von Rum, das aus dem Fass läuft. Ich glaube, selbst ich habe dafür zu viel Würde. So, wir können, das ist doch brennbar, ne, Rum. Hochprozentiger Alkohol. Wir haben hier ein glimmendes Holz, na los, können wir es vielleicht endlich mal einsetzen. Oh. Jetzt haben wir dort einen Gummibaum praktisch auf den Stapel gelegt. Oh. In meinem Kopf dreht sich alles. Ich sollte besser die Finger vom Rumlassen. Jetzt versuchen wir nochmal den Wettbewerb mit so einem komischen Haggis. Haggis? Das ist mal ein ungewöhnlicher Name. Ich vermute schon, aber Haggis ist nur ein Spitzname. Mein richtiger Name ist Herz, Leber und Niere, gekocht im Magen des Tieres McMutton. Oh, deine Eltern hatten also ein Mädchen erwartet. Hi.
Was ist denn das für ein blaues Zeug in dem Glas? Ah, der gute alte Kammsaft. Ist eine feurige Brühe, in deren vergorenen Schaum schon manch Seemann seinen Meister gefunden hat. Es verbrennt dir die Kehle, es sei denn, du spülst mit Haarfestiger nach. Sicher, dass du nicht meiner Besatzung beitreten willst? Wie ich bereits sagte, Guybrush, nicht bevor du mich im Stammwurf besiegt hast. Probieren wir es doch nochmal. Klingt toll. Fangen wir an. Wenn du weit erst wirfst. Bis zur 15. Und wir? Hey, ich habe gewonnen. Beim Toupet meines Großonkels McManus. Niemals zuvor habe ich solche Stärke gesehen. Sicher komme ich in deine Mannschaft. Ich warte im Laden, bis du bereit bist zu gehen. So, jetzt ist meine Mannschaft komplett. Na prima. Hatten wir heute eine komplette Mannschaft. Jetzt fehlt uns bloß noch ein Schiff und eine Schatzkarte. Ein Fass Vollgrog und ein Hühnchen. Haha, sieh dir das ganze Zeug an, Kamerad. Das muss eine Schlacht gewesen sein. Anker lichten und auf zur Totenkopfinsel. König André will uns die ganze Beute abkaufen. Warte mal. Da ist noch was. Es ist, sieht aus wie ein paar Schuhe. Hey, das sind richtig schöne Stiefel. Oh, die sind ja noch heiß. Oh. Okay. Das zu LeChuck. Und da würde ich sagen, heute haben wir drei Leute angeheuert. Und beim nächsten Mal schauen wir dann, ob wir die Karte kriegen. Beziehungsweise uns ein Schiff organisieren können. Und wir brauchen natürlich die Goldstatue wieder, ne? Gut, also all das vielleicht möglicherweise oder ein Teil davon in der nächsten Folge. Für heute sage ich Tschüss. Macht's gut, bis dann. Euer Astronier.